Einen wunderschönen guten Tag. Heute mal was anderes auf dem Kanal. Und zwar ein Guide zu Cuphead. Heute fangen wir natürlich im ersten Teil der Serie mit dem letzten Boss an, logischerweise. Ich habe mir überlegt, dass ich das mache, weil das sicherlich Sinn ergibt, weil viele Leute damit Probleme haben, weil es so schwer ist. Hust, hust. Ich rede hier beim Guide grundsätzlich von der regulären Schwierigkeit, nicht der schwierigen, also nicht Expert. Natürlich geht es hier nicht um Speedrun, sondern um eine sichere Methode, nicht um eine schnelle Methode. Deswegen, ich benutze als Power-Ups und als Schüsse, benutze ich den regulären Schuss am meisten. Und als zweiten Schuss nehme ich den Verfolgungsschuss, den grünen. Man kann auch den roten nehmen, den Scattershot, wenn man denn etwas wenn man in Phase 2 beispielsweise oder 3 ein bisschen flächenmäßiger abdecken möchte. Aber ich bevorzuge da doch den regulären Schuss und den grünen. Als Power-Up nehme ich die Smoke Bomb, weil man eigentlich immer die Smoke Bomb verwenden sollte. Fast im kompletten Spiel. Meiner Meinung nach zumindest ist es das beste Power-Up, was es gibt. Außer in den Flugleveln, da bringt die natürlich nicht so viel. Aber einfach diesen Invincible Frame zu bekommen, ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Gerade in einem Spiel wie Cuphead. Als Ulti, also als Super, beziehungsweise nehme ich die erste, die man bekommt, die kriegt man im Mausoleum 1, wenn man das schafft. Die erste Super macht besonders Sinn, um halt schnell durch eine bestimmte Phase zu bursten, weil man halt während der Superlaufzeit auch einen Invincible Frame hat. Beziehungsweise mehrere Invincible Frames. Das kann einem auch schon mal den Arsch retten. Mir unter anderem auch. Ich werde jetzt kurz die verschiedenen Phasen vom Devil vorstellen. Die einzelnen Fähigkeiten, die er in den Phasen macht. Und zum Schluss läuft dann mein erster Kill gegen den Devil selber. Ich denke, dass man das alles ganz gut erklären kann. Grundsätzlich, Phase 1 vom Devil, da sitzt er auf seinem Thron, man startet links neben ihn. Man kann da direkt, wenn man den stehenden Schuss aktiviert, nach oben rechts schießen und dann kann man ihn direkt, quasi noch während des Goes, kann man ihn schon angreifen. Eine seiner Fähigkeiten in seiner ersten Phase ist, ich benenne die Fähigkeiten immer nach den Triggern, wie sie aussehen, ist die Ziege. Da nimmt er die Form einer Ziege an, logischerweise, ist tatsächlich sehr teuflisch, streckt seine Arme nach außen aus und die kommen dann von rechts und links unten. Man muss währenddessen springen, weil sie sonst einen treffen. Man kann es tatsächlich schaffen, ohne einen Dash diesem Ding auszuweichen. Wenn man in der Mitte steht und es genau timet, kann man das machen. Meine Empfehlung ist aber, irgendwie an den Rand zu gehen und dann in die Mitte zu dashen. Das macht am meisten Sinn, weil also die Hufe gehen in der Mitte als erstes auseinander und das ist am unwahrscheinlichsten, dass man davon getroffen wird. Während der gesamten ersten Phase kommen rechts und links kleine Teufel angerannt. Ich nenne die Homunkulusse oder Homunkuli oder wie auch immer, so kleine Wichtel halt. Man sieht die immer hinter dem Thron sprinten und die kommen dann auch auf der jeweiligen Seite. So kann man sich das ein bisschen abtimen. Die sind, glaube ich, mit zwei oder drei normalen regulären Schüssen tot. Also die sind eigentlich keine große Bedrohung. Die sind eigentlich nur eine Bedrohung, wenn die blöd mit den bestimmten Fähigkeiten vom Teufel abgetimt sind. Also wenn er beispielsweise die Ziegenfähigkeit macht und der Wichtel so blöd getimt ist, dass man ihn nicht mehr töten kann und er dann genau in der Mitte landet, wenn man quasi gerade den Hufen ausweichen möchte, dann ist das natürlich blöd. Das passiert manchmal. Wenn sowas am Anfang passiert, dann neige ich dazu, meistens direkt neu zu starten, weil wir brauchen unsere AP dringend für Phase 2 und 3 und 4. Seine zweite Fähigkeit sind direkt drei Fähigkeiten. Und zwar dreht er dabei seinen Dreizack, das ist der Trigger dafür. Dann erscheinen Projektile auf dem Bildschirm, die
verschiedene Dinge machen können. Die erste Fähigkeit, die ich hier vorstellen möchte, sind die vier Bälle. Also so vier Blasen sind es eher. Eine davon kann man parryen. Das sollte man auch machen, damit der Bildschirm nicht so komplett überfüllt ist. Diese Blasen fliegen nämlich zufällig durch die Gegend und titschen am Bildschirmrand ab. Ich neige dazu, während dieser Phase zu meinem grünen Schuss zu wechseln, weil der dann automatisch den Teufel trifft, logischerweise. Und ich mich währenddessen komplett aufs Ausweichen konzentrieren kann und nicht irgendwie versuche, in der Mitte stehen zu bleiben, um die ganze Zeit nach oben zu schießen. Die zweite Zauberfähigkeit sind die Flammen. Auch die haben denselben Trigger, wo er den Dreizack dreht. Und auch hier kann man eine dieser sechs Flammen parryen und sie damit verschwinden lassen. Das ist nicht so wichtig wie bei den Blasen, aber man kann es natürlich machen, um eine Karte zu bekommen, die man dann später in seine Super wegschießen kann. Grundsätzlich ist diese Fähigkeit nicht so spektakulär. Die sechs Feuerkugeln visieren Cuphead einzeln an und fliegen dann in einer geraden Linie auf ihn zu. Man kann den eigentlich relativ entspannt ausweichen. Auch hier, wie dasselbe wie bei der ersten Zauberfähigkeit. Man kann hier eigentlich relativ gut den grünen Schuss benutzen, um sich aufs Ausweichen zu konzentrieren, weil auch hier können natürlich die kleinen Wichtel rechts und links kommen. So, die dritte Fähigkeit sind die Feuergeister, so nenne ich sie. Das sind fünf Feuerkugeln, eine in der Mitte und vier außenrum, die bewegen sich von rechts nach links und von links nach rechts über den Bildschirm und drehen sich dabei in einem Kreis. Die mittlere von denen kann man dabei parryen. Auch das sollte man machen, um dann natürlich besser den anderen ausweichen zu können. Auch hier wieder dieselbe Empfehlung, mit dem grünen Schuss zu arbeiten, um sich auf das Ausweichen zu konzentrieren. Die nächste Fähigkeit, die ich in Phase 1 vorstellen möchte, ist die Spinne. Dabei wachsen dem Teufel noch zusätzliche Arme als Trigger und sein Kopf wird zu einer Spinne. Wer hätte das gedacht? Weil in dieser Phase wirft er seinen Kopf nach oben und dieser kommt dann von senkrecht oben runter. Ich habe am Anfang gedacht, er wird Cuphead immer anvisieren, also immer auf ihm drauf landen wollen. Das stimmt aber nicht. Tatsächlich tut er das nicht. Das ist mehr oder weniger zufällig, auch wie oft er das macht. Also manchmal springt er nur dreimal, manchmal springt er fünfmal. Und er in den meisten Fällen landet er bei 3 von 5 Malen, erscheint er direkt über Cuphead. Dabei kann man natürlich nach oben schießen und noch ein bisschen Schaden machen, während er von oben auf einen herabfällt. Aber auch hier darf man die kleinen Wichtel nicht vergessen. So. Die nächste Phase und die letzte Phase in Phase 1 ist der Drache. Und dabei ist der Trigger natürlich, dass dem Teufel Flügel wachsen und er seinen Kopf nach oben streckt. Und dann kommt er entweder von der rechten oder von der linken Seite des Bildschirms in einer Schlangenbewegung auf die andere Seite des Bildschirms. So, diese Attacke auszuweichen ist gar nicht so einfach, besonders weil es einen Unterschied macht, ob er von rechts oder von links kommt. Sollte er von links kommen, also sollte der Drache von links nach rechts kommen, kann man einfach an den kompletten rechten Bildschirmrand rennen und da stehen bleiben. Am besten sollte man auch sich nicht umdrehen, um nochmal irgendwie dem Drachen ein bisschen Schaden zu drücken, weil er zieht sich, sobald er sich zurückzieht, dehnt er sich nochmal kurz aus und wenn man dann nicht ganz rechts am Rand steht, kriegt man auf jeden Fall einen Hit ab. Das will man vermeiden. Wenn der Drache allerdings von links kommt, nee, gar nicht wahr, wenn der Drache von links kommt, dann kann man das nicht machen, weil der Hit einen auf jeden Fall trifft, von dem ich gerade gesprochen habe. Egal, ob man ganz links am Rand steht, ob man in den Reihen blinkt oder nichts, dieser Hit trifft einen auf jeden Fall. Ich habe da viel ausprobiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass man dem Drachen von rechts nur ausweichen kann, wenn man vorher springt und dann in die Mitte dasht. So, das hat für mich ziemlich gut funktioniert nach ein bisschen Einstudieren. So ein Spaß wie irgendwie unter dem Drachen stehen funktioniert auf gar keinen Fall. Also lasst euch von dem nicht irgendwie catchen, weil man kann natürlich da stehen, aber er zieht sich gerade zurück und macht dann auf jeden Fall Schaden. Da kann man selbst mit der Smoke Bomb nicht ausweichen.
Auch hier sind die Minions ganz besonders gefährlich, wenn sie blöd getimed sind. Da kann man aber meistens nichts gegen tun. Ein wichtiger Punkt noch, die Zauber können teilweise in andere Phasen übergehen. Da muss man dann natürlich nochmal gesondert aufpassen. Alle Fähigkeiten in dieser Phase, die ich gerade genannt habe, passieren in einer zufälligen Reihenfolge. Das bedeutet, man kann das nicht auswendig lernen, sondern muss einfach rechtzeitig und richtig auf die bestimmten Triggersignale reagieren. Wenn man während einer Fertigkeit bemerkt, dass keine Wichtel mehr hinter dem Thron spawnen, dann kann man davon ausgehen, dass als nächstes Phase 2 des Kampfes eingeleitet wird. Da kann man sich schon mal drauf vorbereiten. Da ist es ganz wichtig, dass man aus der Mitte des Raumes sich entfernt, aber auch nicht am Rand des Raumes steht, denn der Teufel, der wird in dem Moment, wo die Phase vorbei ist, also springt sein Skelett aus seiner Haut raus, landet in der Mitte, kann einem auch nochmal Damage drücken und springt dann in ein Loch im Boden. Von rechts und links kommen dann Flammen und man sollte sich schleunigst daran machen, auch in dieses Loch zu springen, um dann tatsächlich Phase 2 des Kampfes einzuleiten. So, Phase 2 des Kampfes ist relativ easy. Der Teufel ist im Background. Man kann ihm Schaden drücken, indem man seine Augen, beziehungsweise ich glaube, es sind nicht mal seine Augen, sondern nur seine Pupillen. Man muss auf seine Pupillen schießen, auf seine Augen schießen, um ihm Schaden zu drücken. Das stellt sich meistens als relativ einfach heraus. Man muss hier auch, wie immer, nur ausweichen, auf die Triggersignale achten und hier und da ein bisschen parryen. Die ganze Phase 2 findet auf 5 Plattformen statt, die nach oben und nach unten schweben. Das heißt, da muss man nochmal zusätzlich aufpassen, dass wenn man durch die Gegend dasht oder versucht auszuweichen oder tatsächlich so ein normales Hadoken schießt, ich nenne es jetzt mal Hadoken, weil da gibt es natürlich immer ein bisschen Rückstoß. Da muss man aufpassen, dass man da nicht runterfällt und dann nicht noch einen Schaden kassiert, der nicht nötig ist. Während der gesamten Phase 2, Phase 3 und Phase 4 landen auf den Plattformen unten immer mal wieder brennende Jetons. Den muss man natürlich ausweichen. Also die kommen von oben, die sind relativ langsam, den kann man relativ gut ausweichen. Man darf beim Ausweichen natürlich nicht in irgendwas anderes reinspringen. Na, das ist dann natürlich Quatsch. Eine Fähigkeit in Phase 2 ist die Bombe. Das ist eine Bombe mit Flügeln. Die fliegt aus seinem Ohr hinaus. Die kündigt sich an, indem seine Pupille zu eben dieser Bombe wird. Die fliegt entweder nach rechts oder nach links raus. Wenn man auf der entsprechenden Seite ist, sollte man diese Bombe parryen, weil sie auf jeden Fall die Seite, in der sie in die Luft geht, komplett einnimmt und Schaden macht. Grundsätzlich, wenn man die parryt, kriegt man eine Karte. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil man sowohl für den Endscore einen Parry bekommt, als auch eine Karte, um dann seine Super einzusetzen. Die Bombe kann, wie gesagt, einmal von rechts und einmal von links kommen. Wenn man es nicht rechtzeitig schaffen sollte, zu dieser Bombe zu gelangen, dann sollte man möglichst an der anderen Seite des Bildschirms stehen. Es ist immer die letzte Plattform auf der anderen Seite des Bildschirms, auf der man sicher ist. Die andere Fähigkeit in dieser Phase ist die Axt. Der Trigger für diese Fähigkeit ist, dass die Augen vom Teufel sich zu einem großen Auge zusammenschmelzen und daraus aus seiner Pupille eine Axt wird. Die Axt, die fliegt dann aus der Pupille raus und fliegt in größer werdenden kreisförmigen Bewegungen auf die erste Position von Cuphead zu. Das heißt, man kann der am besten ausweichen. Also der erste Kreis, den kann man eigentlich normalerweise stehen bleiben. Beim zweiten Kreis muss man ein bisschen ausweichen. Beim dritten Kreis muss man ein bisschen gucken. Das hängt ein bisschen von der Position der Plattformen in diesem Moment ab. Hat man dann genügend Schaden gemacht, fängt Phase 3 an. In Phase 3 fallen die äußeren beiden Plattformen herunter und man hat nur noch die drei in der Mitte. Die brennenden Jetons von oben bleiben natürlich weiterhin bestehen. In Phase 3 beginnt so ein kleiner Clusterfuck. Da kommen nämlich rechts und links noch zusätzlich fliegende Adds. Wenn man die berührt, kriegt man natürlich Schaden und die werfen außerdem mit brennenden Totenköpfen. Die muss man auf jeden Fall priorisieren und die kaputt machen. Also die Adds, nicht die Totenköpfe. Das ist einfach nur mehr Sachen, denen man ausweichen muss und das muss nicht sein. Die gehen relativ schnell kaputt. Man muss halt nur sich darauf konzentrieren und dann mal kurz aufpassen. Außerdem strengt sich der Teufel regelmäßig an und aus seiner Stirn kommen noch kleine fliegende Teufel.
Die sind insofern ein Problem, weil sie natürlich straight auf Cuphead zufliegen. Das wollen wir natürlich nicht. Und man kann denen relativ einfach trotzdem ausweichen, indem man einfach von Plattform zu Plattform springt und versucht, sie nicht zu treffen. Auch hier kann der Dash bzw. die Smoke Bomb sehr, sehr, sehr hilfreich sein. So, wenn es dann nun endlich soweit ist und wir Phase 4 erreicht haben, verschwinden auch hier die äußeren beiden Plattformen. Das heißt, wir haben nur noch eine in der Mitte und der Teufel fängt an zu weinen. Hier kommt mein Punkt, wo ich meinen grünen Schuss hauptsächlich benutze, um mich komplett aufs Ausweichen zu konzentrieren, weil ich kann nicht nach oben schießen, um Schaden zu machen, sondern man muss da tatsächlich weiterhin seine Augen treffen. Das heißt, man müsste stehen bleiben, nach oben links schießen oder nach oben rechts. Und dann gibt es natürlich Probleme mit dem Ausweichen, weil auch auf diese einzelne Plattform fallen natürlich brennende Jetons. Den muss man ausweichen, indem man natürlich von der Plattform runterspringt und dann wieder drauf landet. Das kann man auch mit dem Dash machen. Das kann aber auch schwierig werden, dass man sich da nicht überschätzt und nachher zu weit dasht. Das will man natürlich nicht. Von den Tränen sollte man möglichst nicht getroffen werden. Soweit ich es probiert habe, konnte man die nämlich nicht parryen. Die fallen jeweils rechts und links von einem aus den Augen runter. Die Phase ist relativ kurz. Das heißt, wenn man hier einfach seinen grünen Schuss anmacht, sich komplett aufs Ausweichen konzentriert, ist die relativ schnell vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das ist eine Erklärung, ein kleiner Guide zum Teufel, zu The Devil in Cuphead, dem letzten Boss, auf regulär. Und hier ist mein erster Kill. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch geholfen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Ich werde auf jeden Fall noch mehr Guides machen. Wahrscheinlich als nächstes den King Dice. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. This match will get red hot. Big round.